Nun Alma Sadic, Justizministerin und jetzt auch Abgeordnete der Grünen. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, es ist mir eine besondere Freude und auch Ehre, wieder als Abgeordnete hier an diesem Platz sprechen zu dürfen. Das Parlament, ein Kernstück unserer Demokratie, der Ort, wo wir unsere Differenzen austragen, wo wir miteinander in Dialog treten und uns letztlich ausmachen, welche Spielregeln wir uns geben wollen, wie wir miteinander leben wollen. Demokratie ist aber auch der Garant für unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Es ist die Demokratie, die uns ein gerechtes Miteinander garantiert. Es ist die Demokratie, die allen Menschen die gleichen Rechte garantiert, in der wir uns jene Spielregeln geben, dass wir genau diesen Menschen in Österreich gleiche Chancen bieten, Sicherheit bieten, Gleichheit bieten. Genau das ist der Grund, warum wir die Demokratie stärken müssen, sie verteidigen müssen, damit sie nicht fragil wird. Und die Zerstörung der liberalen Demokratie passiert nicht mit einem Knall, sondern kontinuierlich und schleichend. Und man beobachtet sie insbesondere, wenn Rechte und Rechtsextreme nach der Macht greifen. Mit einem Blick außerhalb unserer Landesgrenzen sieht man, wie es passieren kann. Das Playbook ist immer das Gleiche. Blicken wir nach Ungarn, in die Slowakei. Aber so weit müssen wir gar nicht schauen. Wir können auch in Österreich bleiben. Bleiben wir in Österreich vor 7 Jahren. Unter Türkis-Blau konnte man genau beobachten, welche Einstellung jene Partei bringt, die heute der viel gepriesenen Usance entsprechend einen Vorschlag zur Wahl des Nationalpräsidenten macht. Das Playbook ist folgendes. Es werden unsere demokratischen Institutionen angegriffen. Man erinnert sich an den geplanten und versuchten Umbau unserer Geheimdienste vor 7 Jahren in Österreich. Es werden unsere unabhängigen Medien angegriffen. Man denke an das bewusste Inserieren in jene Medien, die Verschwörungstheorien verbreiten. Und andere liberale Medien werden ausgeladen, bewusst ausgeladen. Und es wird die Justiz angegriffen. Man denke nur an das Aushungern der Justiz und damit unseres Rechtsstaates. Es mag Usance sein, einen Wahlvorschlag zu machen, und das ist auch das gute Recht der Partei, der stärksten Fraktion im Parlament. Aber es kann uns Abgeordneten mit einem freien Mandat, niemand vorschreiben, wie wir nach unserem besten Wissen und Gewissen wählen sollen. Denn wir sind auf die Verfassung angelobt. Und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich nicht den Vertreter einer Partei wählen kann, die sich von Rechtsextremen nicht abgrenzt, die sich von Identitären nicht abgrenzt und die sich Orban und seine illiberale Demokratie zum Vorbild nimmt, dass ich einen Vertreter dieser Partei nicht wählen kann. Denn wir müssen wachsam sein, wenn es darum geht, welche Personen wir in die höchsten Ämter dieser Republik hieven. Vielen Dank.